So, meine Lieben, herzlich willkommen zum Cheflife Restaurant Simulator. Eine Mischung aus Simulator und Management zusammen entwickelt mit Michelin. Vielleicht kennt von euch einer Michelin. Das sind diese Sterne, die du für besonders krasse Restaurantgerichte und Leistungen bekommst. Dann kriegt so ein Restaurant so einen Michelin-Stern. Aber ich würde sagen, komm, wir starten mal rein. Auf geht das jetzt hier. Was gehört sich aber natürlich zu einem richtigen Michelin-Koch? Also man muss dazu sagen, wir sind ja noch gar nicht so gut. Wir fangen ja hier als Lehrling oder Tellerwäscher an wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir eine Kochmütze, Leute. Wir brauchen eine Kochmütze. Da geht kein Weg dran vorbei. So, und jetzt würde ich sagen, auf geht das hier. Wir starten mal rein. Und schauen uns das Ganze mal an. Ich habe da richtig Bock drauf. Wenn ihr Bock habt, der Link zu dem Spiel übrigens ist ganz neu rausgekommen. Ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch direkt reinziehen und könnt mal eine ganz entspannte Runde spielen. So. Okay, wir gehen aber direkt rein hier. So, jetzt müssen wir uns erstmal einen Charakter erstellen. Ganz wilden. Ein wilden Charakter. So, ja, nehmen wir den Kollegen hier. Ja, der guckt zu grimmig. Nehmen wir den Kollegen hier. Ach. Wusste gar nicht, dass der ist ja der Fitnessstudio-Simulator hier. Komm, ein paar Muskeln können wir schon reinmachen. Statur, oh nee. Naja, komm, hier lassen wir mal so. Ja, komm, noch einen kleinen Touch. So, Haare, jetzt wird es aber ganz... Oh, ist eher so Anime, glaube ich. Wir werden haarlos mit Vollbart an die Sache rangehen. Ach du grüne Neune, das fällt mir aber jetzt gar nicht. Das ist aber... Huh, Frisuren, Schnurrbart. Oh, können wir auch noch draufsetzen. Augenbrauen. Ja, ein bisschen gepflegtes Äußeres, der ist immer wichtig. Haarstoppeln. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Kommt, dass wir nicht ganz so nackig sind. Oh. Richtig gut, oder? So, wie ziehen wir uns an? Oh, das sieht schon gut aus. Die haben aber auch so schicke Kleidung. Manche Köche haben so richtig schicke Kleidung an, ne? Ich würde sagen, das ist er. Der Name? McManus. So. Chefkoch McManus betritt das Restaurant. Da sind wir. Mit der Chili-Chote und den Salz- und Pfefferstreuer als Tattoo. Du kannst dich frei in deinem Restaurant bewegen. Übrigens, der Cheflife-Simulator ist für PlayStation 4, für PlayStation 5, für Xbox Series X und S, für Xbox One und für die Nintendo Switch sowie PC, sowie Steam und im Epic Games Store erhältlich. Also alle Plattformen, die es gibt, abgedeckt. Das kann ich euch sagen. So, und wie gesagt, wir haben hier eine bunte Mischung aus einem Kochmanagement-Simulator, ja, in dem man eben sein eigenes Restaurant führen muss und Gerichte zubereiten. Das ist eigentlich so das, was man so grob das Ganze mal umschreiben kann. Sehr gut. Hier, unser erster Angestellter, der putzt schon schön. Mach das ordentlich sauber, bitte. Kollege, sieh dich nur an. Deine neue Uniform steht dir klasse. Als wäre sie für dich gemacht. Ja, sie ist für mich gemacht. Was die Küche betrifft, ich habe die Arbeitsstationen eingebaut. Alles ist betriebsbereit. Achso, das ist ein Mechaniker oder was? Unsere neue Küche ist wohl geliefert worden. Das heißt, es wird Zeit, wieder zu kochen. Bis zur großen Eröffnung bleiben uns nur noch 3 Tage. Oh, und ich habe dir ein kleines Geschenk dagelassen, damit du schnell wieder klarkommst. Hoffentlich gefällt es dir. Da bin ich aber jetzt mal sehr gespannt. So, na gut, schauen wir mal. Schlag das Rezeptbuch auf. Da, Rezeptbuch. Ich glaube tatsächlich, dass das Ganze sehr, 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 sehr komplex auch ist. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube tatsächlich, dass wir sehr viel hier machen müssen. Sehr viele einzelne Schritte. Hier werden alle erlernten Rezepte und die nötigen Schritte zur Zubereitung aufgeführt. Wähle Rindfleisch und Kartoffeln, um die Seite des betreffenden Rezepts aufzuschlagen. Okay. Rindfleisch und Kartoffeln. So. Ach du Kacke. Auf dieser Seite werden alle für das Rezept nötigen Zutaten und Arbeitsstationen angezeigt. Okay, das Rezept ist mehrere Schritte unterteilt, befolge sie in der richtigen Reihenfolge, um zu lernen, wie man das Gericht zubereitet. Du kannst dein Rezept anheften, um nützliche Hinweise zu erhalten, während du in der Küche arbeitest. Zubereitung, frittierte Pommes. Also man muss Pommes machen, anheften. Okay, jetzt haben wir das Rezept angeheftet, das ist schon mal gut. Okay, wie geht's weiter? Also wir brauchen diese Küchengeräte, das ist auch eine wichtige Sache, wir brauchen diese Küchengeräte, die haben wir alles. Wir werden brauchen Kartoffeln, Zwiebeln und Fleisch, ja, oder Schalotten, Steak mit Schalotten. Okay, und dann ist das, glaube ich, gar nicht so eine große Nummer hier. Da würde ich sagen, da geht das los. Rein da. Erinnerst du dich an dieses Rezept? Es war das erste, das wir auf der Kochschule lernten. Steak. Da sehe ich mich aber auch auf der Kochschule. Ich habe mir gedacht, das ist das perfekte Gericht zur Einweihung unserer neuen Küche.
Die Regale sind bereits mit allem gefüllt, was wir brauchen. Du kannst also gleich loslegen. So, nimm Charlotte aus den Regalen. So, okay, wir brauchen... Oh nee, so viel brauchen wir nicht. Wie viel müssen wir denn nehmen? Warte mal ganz kurz, wie viel brauchen wir denn? Brauchen wir nur eine Charlotte? Achso, und hier Fleisch. Ja, ich glaube, da brauchen wir nur eins. So, oha! Oha! Aber ich habe hier gerade, ich sehe gerade, wir haben auch noch ein Handy und können uns unsere Benachrichtigungen durchlesen. Redebedarf, was kochen wir? Ein Koch möchte mit dir reden. Neue Einführung verfügbar. Okay. Kümmern wir uns später drum. Jetzt wird erstmal gekocht. So, das gute Stück Rindfleisch erstmal draufgepackt. Du bist in der Arbeitsstation. An dieser Station führst du die verschiedenen Schritte aus, die Zubereitung der Gerichte nötig sind. Dieser hölzerne Hackblock, hier kannst du schwere Zutaten vorbereiten. Okay. Mithilfe der Leiste oben legst du die Vorgehensweise fest. Vorerst kannst du die Möglichkeit, diese Zutaten zu verarbeiten. Fangen wir mit dem Schneiden an, wenn du bereit bist. Ah ja, guck mal, jetzt haben wir uns hier schon mal ein schönes... Aha! Was hat er jetzt mit den restlichen 4 Kilo gemacht? Ja komm, dann nehmen wir uns mal das Steak. So, jetzt nehmen wir uns das Schneidebrett, schmeißen die Schalotten da drauf und legen mal los hier. Anfangen. Digga, was für ein Meisterkoch ich einfach bin. So, gehackte Schalotten nehmen. Sollen wir gleich noch die Kartoffel machen? Komm, wir nehmen gleich noch die Kartoffel hier. Oh, die nehmen wir auch noch mit. Her damit. So, gut, perfekt. So. Alles platzieren. Gut. Anfangen. Oh, hier wird gekocht. Was weiß ich, Hitzestufe? Im Gange, wie soll ich denn kochen? Ich weiß gar nicht, wie ich kochen soll. Wenn du kochst, kannst du in deinem Rezept verschiedene Aktionen ausführen. Ja, ja, okay, alles klar. Mit der Hitzestufe kannst du den Garvorgang beschleunigen oder verlangsamen. Und so deine Bedürfnisse anpassen. Nutze einschalten, um den aktuellen Garvorgang zu beenden. Ah ja, Vorsicht, gerät nicht zu lange auf den abgeschalteten Herd stehen, verderben. Okay. So. Okay, dann machen wir mal einen Garvorgang hier. Wir können ja hier mal ein bisschen nach oben, hier ein bisschen Hitze drauf geben. Kann ich das noch wenden vielleicht? Nutze Wenden. Ah, jetzt müssen wir das Ganze auch noch wenden. Okay. Bitte? Und weiter geht das. Fertig. Bereite frittierte Pommes zu. Ach, hier. Okay. Fritteuse. Einschalten. So, jetzt wird erstmal hier schön heiß gemacht. Guck mal, hier unten haben wir nämlich die Temperatur. Ne? Wenn die oben ist, dann können wir hier unsere Pommes reinlegen. So, warte mal, die können wir ja schon reinlegen. Das Öl muss heiß sein. Jetzt ist aber heiß. Und rein damit. Sehr gut. Und aus damit. Okay. Waren die jetzt fertig? Ich glaube, die sind fertig, oder? So. Stell das Gerichtsteak mit Schalotten ausgemacht. Pommes frites zusammen. Okidoki. So. Anrichten. Sehr gut. Platzieren. Platzieren. Anfangen. Oh, jetzt wird angerichtet. Jetzt wird angerichtet. Ganz wild. Ah, hier, da, ein paar Pommes. Oh. Wie los, Rett? Erstmal ein bisschen Salz noch rüber. Ja, sieht gut aus. Muss ich ehrlich sagen, sieht gut aus. Technische Ausführung A. Dies ist die Bewertung für die technische Ausführung. Sie zeigt, wie gut ein Gericht zubereitet war. Folge des Schrittes genau, um eine möglichst gute Bewertung zu erhalten. Achte etwa darauf, Fleisch zu wenden, damit es von beiden Seiten gegart ist und deine technische Ausführung besser bewertet wird. Diese Bewertung gibt Qualität der verwendeten Zutaten an. Von 1 bis 4 Sterne. Okay. Die Qualität der Zutaten hängt vom Anbieter ab, bei dem sie gekauft wurden. Okay, also es heißt, wir können auch noch qualitativ hochwertigere Produkte kaufen. Das ist natürlich auch noch eine... Das finde ich aber eine klasse Sache. Ne? Also können wir so ein bisschen Kiosk machen. Hier, da kaufen wir die billigsten Sachen. Oder wir machen richtig auf Nobelhobel. Aber dazu müssen wir wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen Geld verdienen. So. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, raus damit. Anscheinend kommst du schon wieder gut damit klar, in einer Küche zu arbeiten. Aber ich glaube, dem Rezept fehlt irgendeine Kleinigkeit. Ich habe im Rezeptbuch ein paar Notizen hinzugefügt. Schau die dir mal an. Okay, okay. Mehrere Kriterien gehen in deine Bewertung ein. Einung der Kochzeiten und Beigabe dazu dann in der richtigen Kochphase, wenn die Gewürze. Ach du Scheiße, Leute. Ich kann euch sagen, das wird eine ganz üble Nummer. Das wird richtig. Ach, Salz und Pfeffer. Technische Ausführung besser werden. Jetzt haben wir doch Salz und Pfeffer dazu. Denk dran, wende das Essen. Bonus möglichst perfekt gewürzt. Okay. Okay. Gestalte Gericht nach den Vorschlägen. Kannst du anpassen, dass das Gericht angerichtet werden soll? Okay. Neu anrichten. Jetzt muss ich noch
Der Anrichte-Editor, was ist los? Jetzt muss ich hier noch mein Gericht. Ich muss hier noch alles fein zu. Ja, aber das sah doch schon gut aus. Ich fand das klasse. Wir müssen ein Kleingeschirr platzieren, das zusätzlich Platz bietet, etwas Soßen eignet. Ah, platzieren den Bestandteil des Gerichts, um so auszurichten. Von jedem Teil ist eine bestimmte Mindestmenge erforderlich, um diesen Schritt weitermachen zu können. Okay. Bei welcher Fügst du noch dekorative Elemente hinzu? Okay. Da würde ich sagen, richten wir mal an, das gute Stück. Im Anricht-Editor. So. So ein schwarzes Ding ist doch gut, oder? Okay. Oha. Ach, na, guck dir an, was du hier für schöne Schüssel nehmen kannst auch. Pommes. Das sind die Pommes. Okay, warte mal. Oh, die führe ich aber auch hier, die Dinge. Oh. Oh, ein paar Schalöttchen hier. Das sieht ja ganz gut aus, oder? So, jetzt können wir zum nächsten Schritt gehen. Was haben wir jetzt hier? Was ist das? Dekoratives. Ach, guck mal. Gut. Ich würde es so lassen. Du kannst mehr andere Firmen den Gericht erstellen. Ihr wisst, welche. Wenn es. Okay, alles klar. Ich finde es gut. Ist doch top, oder? Klasse, ich finde es fantastisch, dich wieder in der Küche arbeiten zu sehen. Es wird allerdings spät. Wir sollten nach Hause gehen. Morgen steht ein großer Tag bevor. Es bricht der. Oh, das Restaurant sieht schon schick aus. Schon richtig gut eingerichtet. Ich habe gerade die Tafel angebracht. Macht sie sich nicht gut? Dort kündigen wir an, welche Gäste bestellen können. Und was steht heute Abend auf der Karte? Komm zu mir ins Lager, wenn du dich entschieden hast. An der Tafel wählst du die Gerichte für die Abendschicht. Okay, deine Gäste können hier gezeigte Gerichte bestellen. Tagesgericht wird häufiger bestellt als die anderen Gerichte. Okay, abhängig von den gewählten Gerichten erwählt sich deine Karte und kann bestimmte Identität annehmen. Dann können wir richtig italienisch oder französisch oder indisch oder irgend sowas. Das ist natürlich eine schöne Sache. Mit steigender Erfahrung werden deine Gerichte immer anspruchsvoller. Setzt die komplexe Gerichte auf die Karte, erhöht das Prestige des Restaurants. Die Gerichte auf der Karte bestimmen, welche Zutaten du für die Abendschicht benötigst. Was nehmen wir? Wir nehmen, naja, hier unser Steak hauen wir drauf. Hier die drei Gerichte, die wir haben, die hauen wir drauf. Französisch bodenständig, italienisch. Ach, guck mal, zwei französische Gerichte. Und einmal ist italienisch. Aber so eine Caprese geht halt immer, ne? Willkommen im Lager. Hier bestellst du Zutaten. Alles bleibt in den Kühlschränken, bis wir es in die Küchenregale bringen. Sieh dich in Ruhe um, aber vergiss nicht, eine Bestellung einzugeben. Ohne Zutaten können wir nicht kochen. Ach du grüne Neune, jetzt müssen wir auch noch bestellen. Heiliger Bimbam! Jetzt will ich auch noch telefonieren. Das ist der Markt. Hier kannst du bei Anbieter frische Zutaten bestellen. Jedes Feld steht für einen anderen Anbieter. Schau dir die Angebote an und lege welche Zutaten in den Warenkorb. Ach du heilige Bimbam. Hier kannst du dir anschauen, welche Zutaten für die Abendschicht benötigst. Was du brauchst davon ab. Welche Gerichte du auf die Karte? Achte darauf, dass du benötigst Produkt im Warenkorb hast, bevor du den Besteck abgibst. Alles klar. So, wir brauchen... Ach so. Ah, okay. Wir haben bis jetzt nur die einfachen Sachen freigeschaltet. Durchschnittlich, bemerkenswert und hervorragende Markenqualität können wir noch nicht auswählen. Wir haben 200 Pfund oder Dollar und wollen jetzt bestellen. Wenn wir im Supermarkt kaufen, na, ist international nicht so gut. Speed Market international auch nicht so gut. Crazy Shop. Aber wir können natürlich auch hier bestellen. So, du hast die Zutaten ausgewählt, die du für die Abendschicht brauchst. Du kannst die Bestellung aufgeben, sobald du die Rechnung geprüft hast. Okay. Auf der Rechnung siehst du sämtliche Details. Okay, Verantwortungs... Gesamtpreis, Gesamtmenge 12. Gesamtpreis, ah, jetzt kriegt... Ah, ja, ja, ja. So, jetzt ist das Coole, dadurch, dass wir regional kaufen, bekommen wir Verantwortungsbewusstsein. Hier ist dieser Pfeil nach oben, ne? Verantwortungsbewusstsein dazu, was natürlich uns dann auch verbessert. Das ist natürlich eine feine Sache. Prima Lieferung ist unterwegs, jetzt kannst du im Gastraum den letzten Schliff verpassen. Das machen wir. So, füge Küche einen zweiten Herd hinzu. Gott sei Dank, endlich. Endlich einen zweiten Herd. Ich würde ganz gerne hier das anpassen und würde hier noch einen Herd reinbauen. Perfekt. So,
Wie geil. Einfach aufgeploppt, perfekt. Dekoriere, jetzt gehen wir in den Gastraum, jetzt können wir das Restaurant noch dekorieren. So, was wir jetzt noch machen können, ist unseren Gastraum dekorieren, um ein gewisses Ambiente zu erzeugen, beziehungsweise in eine bestimmte Richtung zu gehen. Was natürlich eine wirklich feine Sache ist. So, hier können wir zum Beispiel noch andere Stühle nehmen. Ah, wir können mit F die auch überall direkt einfügen. Die finde ich aber gut. Die sehen wirklich gut aus. Das war's erstmal. Aber schicke Stühle. Passt zur Küche auf jeden Fall. Gutes Gesamtkonzept. So, unsere Lieferung ist da. Hier ist die erste Lieferung. Ich habe schon alles in ihre Kühlschränke gepackt. Sie brauchen sich also nicht darum kümmern. Perfekt. Übrigens nimmt die Qualität von Zutaten ab. Wenn man sie zu lange im Lager lässt. Achten Sie also darauf. Und Sie haben ein Verfallsdatum. Denken Sie bitte daran, wollen Gästen ja nicht ja immer frische Gerichte servieren. Ey, Leute, das ist Wahnsinn. Ey, das ist so krass, was du hier alles machen kannst. Das ist nicht normal. So, mein Belegschein. Ja, gut. Super. Okay, perfekt. Hol die Zutaten für den Tag und befülle deine Regale. So. Ja, sehr schön. Sehr schön. Sieht gut aus. Alles befüllt. Boah, jetzt bin ich aber gespannt. Weißt du doch, was ich in der Kochschule zu hören bekam? Gute Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg. Ist so. Mit der neuen Lieferung kannst du anfangen, alles für die Generalprobe heute Abend vorzubereiten. Max und ich werden uns wie echte Gäste verhalten. Denk also daran, ein paar Sachen vorzubereiten, genau wie an einem normalen Tag. Dann machen wir uns erstmal die Seezunge stattklar. So. Und auf geht's. Oh ja, einmal die Schuppen abraspeln. Dann die Grete noch raus. Und dann haben wir es doch schon. Perfekt. So, dann müssen wir noch Pommes schneiden. Zap, 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 zap. Sehr gut. So, dann sollen wir noch Schalotten schneiden. Schalotten, dann Tomaten sollen wir auch noch schneiden. Oh, das ist also krass. Da tut man sich richtig auf den Restaurantalltag hier vorbereiten. Warum verschwindet das jetzt hier? Oh, warte mal. Ach so, ich glaube, ich habe den Teller gewechselt. Deswegen. Okay. So. Lagerstehende Mozzarella im Kühlschrank, Pommes im Kühlschrank, Schalotten im Kühlschrank. Okay, wo ist der? In welchem Kühlschrank jetzt? Das ist die große Preisfrage. Ach, da drüben. Guck mal, hier haben wir noch einen schönen Kühlschrank bekommen. Ja, perfekt. So. Okay, dann werden die Sachen schön kalt. 7 Grad, das passt. Bereitet gekochte grüne Bohnen auf dem Herd zu. Ja, gerne. Kein Problem. So, Töpfchen. So, rein damit. Sehr gut. Genau, Salz. Genau, da muss ja noch Salz rein. Jetzt Stufe hier, geben wir mal ein bisschen Gas, dass es vorangeht. 1, 2, 3. Perfekt. Ah, das habe ich schon im Blut. So, und dann drehen wir den Herd hoch. Guck mal, da kannst du jetzt hier losgehen. Kannst auch die anderen Sachen erledigen. Lässt das schön vor sich hinköcheln. Wirklich gut. Aber es ist unfassbar, wie umfangreich dieses Spiel auch ist. Also wirklich so Simulation, Management, das trifft es wirklich auf den Kern. Also das trifft es wirklich mehr als auf den Kern. Stell den Topf in die Warmhalteplatte. Aha, wir haben doch... Oh, wir haben sogar so eine Warmhalteplatte. Ja, moin, da ist ja was los. Sprich mit deinem Partner Kasim. Was ist das prima? Wir werden Max was bieten können. Du kümmerst dich um die Küche. Ich begrüße sie und nehme ihre Bestellung auf. Ne, jetzt bin ich ja gespannt. Oh, nee. Testessen. Testessen. Ein Tag vor der Öffnung. Mein Tisch hat die Bestellung aufgegeben. Versuch, Gericht so schnell wie möglich zu servieren. Okay. Müssen die Gäste den Tisch zu lange warten? Ungeduldig, negativ. Ja. Zweiten eingebauten Herd kannst du 2 Essen gleichzeitig zubereiten. Die Möglichkeit, während der Schichtzeit zu sparen. Okay. Jetzt wird's spannend. Mozzarella. Das heißt, wir müssen einmal unseren Fisch noch machen. Fisch, 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 Fisch. Den haben wir auch schon gemacht. Warte mal. Dann brauchen wir erstmal eine Pfanne. Ja. Und anfangen. Genau. So, wie sieht's hier aus? Müssen wir hier irgendwas würzen? Ne, wir müssen aber umrühren. Einmal rühren. Oh, da stehst du hier am Herd. Links, rechts, oben, unten, überall. Also das wird ja den ganzen... Das wird wild, ey. Das kann ich euch sagen. Das wird richtig... Das wird aber richtig gut, wird das. So, hier geben wir ein bisschen Hitze drauf. Dann können wir nämlich die Butter reinschmeißen. So, dann lassen wir das wieder so ein bisschen vor sich hin köcheln. Und dann können wir hier schon mal anrichten. Und zwar, das brauchen wir. Den brauchen wir. So. Unsere Soße sollte langsam fertig werden. So, Vollgas. Und fertig. Oh, wie sieht's hier aus? Sehr gut sieht's da aus. Müssten wir die wenden? Ich weiß gar nicht. Und einmal zusammenstellen das Ganze. Oh. Und einmal Balsamico drüber. Perfekt. So. Das passt. Letzte Stufe. Nee, wenden muss man den Kollegen nicht. Dann geht man hier auch nochmal volle Bude drauf. Warum nur B, ey? Das freut mich nicht. Wir müssen das ein bisschen besser anrichten, glaube ich. Aber da muss man in den Editor gehen.
So. Warte mal, jetzt können wir, glaube ich, anrichten. Lass mich kurz überlegen. Das brauchen wir einmal. Basilikum. Basilikum. Kein Problem. Basilikum haben wir da. So. Zap, zap, Basilikum. Und eine frische Brise Basilikum drauf. So, da geht das schon mal raus. Bitteschön. Zap, zap, und hier noch ein bisschen Süßchen und noch ein bisschen. Ja, und da und da und zack und zack und ja. So, einmal bitteschön. Oh, wir haben auch nochmal drauf guckt, ne? B. Ja, gut. Da kommen wir nicht drüber über B. So, das nächste anrichten bitte. So. Perfekt. Guck mal, aber zwei Gerichte schon fertig. Jetzt müssen wir nur noch ein geiles Steak machen. Ich glaube, jetzt noch ein geiles Steak und dann passt das. So. Oh, exquisite. Ah, passt. Gericht servieren. Und abgeliefert. Da. Schalotten und Dings haben wir schon geschnitten. Das passt also auch alles. So, jetzt noch einmal Fleisch. Zap, zap. Nein, so. Ja. Zack. Okay. So. Und dann brauchen wir die Pommes, die Schalotten. Ich glaube, Salz hat man schon eingestellt. Salz und Pfeffer hat man schon. Ja. Wie möchte er das? Ganz normal zubereitet. Herd. Ach, ich habe die Pfanne nicht vorglühen lassen. Das habe ich auch vergessen. Fällt mir gerade so ein. So. Nee, Würze brauchen wir jetzt noch nicht, glaube ich. Das machen wir erst in der Mitte dann. Dann können wir aber hier auch schon mal die Pommes reingeben. In die Fritteuse. Die einmal anschalten. Dann können wir die schon mal auf Temperatur bringen. Perfekt. So. Und jetzt wird einmal gewürzt. Sagt das Kochgespür. Nicht genug Salz, nicht genug Pfeffer. Ich habe kein Salz und kein Pfeffer. Ich war wahnsinnig. Dann schalten wir mal den Hitzegrad runter. Boah, Alter. Also da kann ich dir aber sowas von sagen. Das wird sowas von richtig wild hier. Nein, ich möchte bitte zur Fritteuse. So. Pommes rein. Ab geht die Pure. So. Und einmal würzen. Oh, wir müssen wenden. Nicht genug Salz. Nicht genug Pfeffer. Perfekt. Und wenden. Zack, zack. Und Schalotten rein. Zack. Okay, perfekt. So, wie sieht's hier aus mit euch? Oh. Nein, ausmachen. Die sind schön verkohlt, oder? Ah, ich glaube, unsere Pommes sind nicht so gut geworden. Oh. Warte mal, der wollte das ja ganz normal, ne? Auf Garstufe 1, genau. So, okay, dann machen wir das mal aus. Nehmen unser Stick. So, und jetzt einfach anrichten und fertig ist. Ah, der Kollege, der wartet schon zu lange. Das gibt's doch gar nicht. Ey, wie schnell sollst du das denn hier machen? Das ist doch, ich weiß gar nicht, ey. So schnell kann doch gar keiner kochen und machen. Das ist ja von der Zeit her der absolute Wahnsinn. Da wirst du ja komplett auseinandergenommen. Hier, guck mal aber, wie gut das aussieht. Ich möchte das so anrichten. A plus O, traumhaft. Gericht servieren. Ich habe vorhin nehmen genommen. Gericht servieren. Raus damit. Ja! Haben wir es geschafft? Trinkgeld. $2 Trinkgeld haben wir gekriegt. Tüche 1. Oh, einer am 57,9. 61 Dollaris. Und wir sind auch aufgestiegen auf Stufe 2. Ja, gut. Richtig gut. Gestern eine gute Schicht. War gut. Perfekt. Wir haben lange gewartet, bevor wir bedienen. Oh, das ist aber trotzdem, ey. Wir wissen das so schnell machen, ne? Aber gut. War gut. Ich bin zufrieden mit mir. Danke für das Essen. Es war ein einfaches Gericht, aber es hat super geschmeckt. Die Gäste werden sicher Schlange stehen. Eine wirklich gute Generalprobe. Das macht mich zufrieden für die Eröffnung. Super. Gang ist, die Küche aufzuräumen. Abendritual. Ich muss mich für die Eröffnung noch ein paar Dinge kümmern. Da überlasse ich es dir. Morgen ist der große Tag. Wir sind uns mittags hier. Ruh dich vorher aus. Gute Nacht. So, Leute. Aber während ich die Küche aufräume und hier noch alles ready mache, könnt ihr, meine Lieben, ein Däumchen noch da lassen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Das würde mich wirklich immer interessieren. Und wir sehen uns im Livestream nochmal. Die Restauranteröffnung machen wir im Livestream. Da warten nochmal 2 Stunden Livestream auf euch. Wie gesagt, ich räume hier noch ein bisschen auf. Danke, dass ihr dabei wart. Ein echt verrücktes Spiel. Also wirklich geil. Super umgesetzt. Da kann man echt nichts sagen. Und ja, echt wild. Von daher, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, euer Manus.